Braucht Luft eigentlich Platz? Hat Wasser eine Haut? Warum können Fische schweben? Wie macht man Eis ohne Kühlschrank? Flüssigkeiten stapeln? Moment, wie geht denn das? Das Zukunftslabor MINT haben wir aufgebaut, um Jugendlichen schon früh zu zeigen, was man mit Technik alles machen kann. Also MINT steht da ja für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und ja, in diesem Bereich versuchen wir einfach, den Leuten da einen Einblick zu geben. Wir fangen an mit der Grundschule und machen ein Angebot bis zum Abitur und bis in die Studieneingangsphase hinein. Und es geht darum, letztendlich das Verbindungsglied von Schule und Hochschule darzustellen, damit wir den Kids, die noch in der Schule sind und von der grauen Theorie sozusagen behelligt werden, einfach mal einen Einblick geben können, was ist Elektrotechnik, was ist Informatik, was ist Technik im Allgemeinen. Also alle, die da waren, sind hinterher total begeistert. Gerade die Lehrer sagen immer, oh, das ist so toll, das ist so anschaulich. Wir haben in der Schule gar nicht die Möglichkeiten, das alles so, so durchzuführen. Wir sind der Meinung, dass man eben sehr früh anfangen muss, die Kinder dafür zu interessieren, weil in dem Alter gehen die noch völlig unvoreingenommen daran. So ging es mir auch, erst als ich das in der Schule kennengelernt habe, wie viel Spaß das eigentlich machen kann. Da habe ich mich dafür später auch entschieden. Das ist halt was mich total fasziniert. Das kenne ich selber. Ich als selber als Kind dann noch so in den Sternenhimmel geschaut habe und dachte mir so, wow. Und wenn man diesen Effekt nämlich bei den Kids auch erzeugen kann und diese gewisse Neugier wecken, dieses gewisse, oh, ich möchte aber wissen, wie das Ding funktioniert, ne? Dann haben wir eigentlich schon sehr viel erreicht.